Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. So, der dicke alte Mann hat, wie besprochen, die ganzen Möbel da noch auseinandergenommen. Jetzt gucken wir mal nach. Ich habe auch nochmal geguckt, ob mir irgendwo eine Datei fehlt, aber nein, es ist definitiv nicht so. Vielleicht hat sich Rati auch einfach umentschieden, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Räume hier sind gefüllt. Oder das kommt vielleicht noch. Vielleicht will er das jetzt dann noch nach und nach rein implementieren. Weil er braucht ja dann pro Tür noch einen anderen Code und so weiter und so fort. Das muss ja alles erstmal programmiert werden. Aber dann ist dem jetzt halt so. Dann kann ich da jetzt auch leider nicht viel machen. Außer ich würde neu installieren und darauf haben wir alle keine Lust, weil dann müsste ich neu anfangen wahrscheinlich. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich die Safe Game Datei, wenn ich sie erstmal finde, wo bemerkt, wenn ich sie mir dann zur Seite nehme, also irgendwo nochmal reinkopiere, dann das Spiel neu installiere und dann Safe Game wieder reingebe, ob wir dann den vollständigen Content drin haben oder nicht. So, da haben wir noch eine Karre, die kein Benzin hat. Auch kein Loot hat. Was ist mit der hier? Oh! Axe, mein. Eine Leiche. Muss ich jetzt machen? Hallo? Was? Ah. Ah! 8313. Stift, Zettel. 8313. Wir brauchen aber noch einen Schraubenzieher und die zwei Batterien. Okay. Escape für verlassen dann. Okay. Jetzt ist er hier uns im Weg. Oh, schade, ich habe gehofft, wir können noch was rausnehmen. Na, gut zu wissen. 8313. Aber Schraubenzieher müssen wir dann wahrscheinlich selber irgendwo noch herstellen. Oder wir können die nur finden. Ich weiß es nicht. Gucken wir aber mal, ob hier der Militärkoffer wieder drauf ist. Leider nicht. Da aber noch eine Karre zu zerlegen und dann gehen wir darüber zur Tankstelle. Da ist der Bär. Da ist er. Also, mein lieber Abonnent, du hattest vollkommen recht. Der spawnt doch einfach mal nach, während die Leiche des anderen noch da liegt. Obwohl, ich habe gerade neu geladen und das Spiel auch komplett neu gestartet. Das kann natürlich auch daran jetzt liegen. Aber ich will nicht abstreiten, dass dieser Bug wieder drin ist. Beziehungsweise vielleicht hat Rati sich gedacht, er lässt das jetzt einfach so. Für die Schreckmomente, die man ja hier so wenig hat im Spiel. So, wartet mal. Revolver war auf der 3. Ja, mal 6 Schuss. Obwohl, ich habe da wieder nachgeladen. Es tut mir leid, lieber Bär, aber es muss sein. Diesmal nur 2 Schuss, okay. Also Headshots sind logischerweise effektiver. Da hinten liegt mir noch die Leiche von dem anderen. So, wir werden gleich nochmal kurz nachladen. Das Schnuckelchen. Und nochmal 2 Schuss rein. Sehr nice. Zack. Nein. E. So, dann können wir hier gleich nochmal. Hab auch schon wieder ein bisschen aufgeräumt, wie ihr seht. Problem ist aber, mit dem Platz wird es dann doch langsam ein bisschen mau. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich wegen Components und Wax und Metal Scraps los. Warum steige ich jetzt links ein? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. So, gucken wir mal hier an der Tankstelle noch ein bisschen rum. Hier sind ja auch noch ein, zwei Karren jetzt nachgespawnt, wie wir hier schon sehen können. Wenn auch leider nicht alle, weil hier hinten im Hof standen eigentlich immer noch mal zwei rum. Benzin hatten wir hier wohl schon geholt. Obwohl, mir fällt ein, wir sind doch, glaube ich, nach dem 30. Tag hier nochmal gewesen und haben geguckt, ne? Ich lasse jetzt diesmal mal die Dinger hier stehen. Die bringen ja sowieso keine Metal Scraps, leider. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die brachten nur Holzdinger, ne? Genau, obwohl sie aus Metall bestehen. Ne, lass mal die stehen. Vielleicht spawnen die auch nochmal nach, keine Ahnung. Ich glaube, wir waren auch hier schon mal drin, um zu gucken. Aber da ist auch nichts nachgespawnt. Aber vielleicht liegt ja hier noch so eine Leiche mit einem Code.
hoffe nur, ich schmeiße den Zettel nicht versehentlich weg. Ansonsten muss ich. Oh, Hallöchen. Noch mehr Stiefel. Ja, es ist wieder so typisch. Ich baue mir extra selber Stiefel und finde jetzt schon das zweite Paar. Schön. Blöd. Oder ich nenne die Folge einfach. Code für Motel Tür. Dann finde ich das selber jederzeit wieder. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Hier hinten werden wir jetzt wahrscheinlich. Oh! Auch nichts finden? Steine. Hm. Okay. Vielleicht hier noch was drin? Auch nicht. Na gut, dann können wir wieder nach vorne. Da hatten wir jetzt nichts übersehen. Hier ist noch eine Karre zu zerlegen und eine auseinanderzunehmen. Ihr wisst, was ich meine. Eine ist lootbar, eventuell, und eine ist zerlegbar. Ich mache jetzt auch wieder eine größere Loot-Tour. Auch in der Hoffnung teilweise, dass wir die alte Mine finden. Habe ich noch null Ahnung, wo die sein soll. Okay, da drüben gucken wir auch gleich nochmal nach. Na komm, das machen wir jetzt mal eben noch so. Dann fahren wir mit der Karre bis da nach vorne. Dann gucken wir uns nochmal genauer an. Sag mal, steht da jetzt was Neues bei der Hütte? Sehe ich das richtig? Da auf der linken Seite? Sieht so aus, ne? Was ich aber auf jeden Fall mal loben muss, dass wir keinen neuen Spielstand anfangen mussten, nur weil das Update da ist. Das habe ich ja bei anderen Spielen leider immer wieder den, so diesen Fall. Und das geht auf Dauer gesehen echt auf die Nerven. Vor allem, wenn man gerade noch irgendwas Schönes vorhat, sich schon die ganze Woche über überlegt, Mensch, was könntest du den Leuten noch zeigen und tötötö. Und startest du das Spiel und dann siehst du, oh, schön, neues Update. Oh, Feder, immer wichtig. Blueberries lasse ich jetzt mal. Ach nee, das war bloß eine Lichtreflexion. Ich habe mich verguckt. Wir könnten aber mal drin gucken gehen. Ob da jetzt hier vielleicht irgendwas Neues liegt. Okay, der Treppenback ist immer noch da. Nichts Neues. Eigentlich eine schöne Hütte, muss ich ja wirklich gestehen. Ne? Okay, nichts Neues. Sagte ich gerade, da steht jemand. Alter Schwede. Jetzt zerlegen wir noch die Karre und den Wohnwagen. Dann gehen wir zurück auf die Straße. Und dann gucken wir nochmal bei dem Wohnwagencamp nach, wo wir ja früher mal so viel gelootet hatten. Ob da was Neues hinzugekommen ist. Vielleicht liegt da auch noch eine Leiche mit unten Rätsel. Zack, 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 zack. Die sind auf jeden Fall mega wichtig hier für uns. Wir müssen auf jeden Fall noch viel, viel mehr Metascraps finden, weil wir brauchen ja noch mehr Low-Quality Iron Ignits. Sonst können wir keine neue Picke machen und dann können wir auch nicht in die Mine gehen. Großartig. Also wir können schon, aber die hat bloß noch 27% Haltbarkeit und das ist natürlich ein bisschen low. Warum brennt hier eigentlich dauerhaft ein Feuer? Kannst du mal ausmachen? Das müsste man mal mit so einem Wassereimer probieren, oder? Und wo in so einem Banditencamp vielleicht an so eine Pennertonne da ranschleichen. Die einfach löschen und dann sehen die nichts mehr. Schade. Okay. Auch schade. Oh, ich habe mir gar keinen Kaffee eingegossen. Sauerei. Was noch zeitlich hin? Kriegen wir nicht. War ich dann gleich bei dem. Keine Stamina. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Oh, nein, was? Haben wir uns mal eine Dose und ein bisschen was zu trinken rein. Dazu müssten wir aber. Obwohl, wartet mal, wir haben doch hier noch ein bisschen was gefunden. Nehmen wir mal die. Und dann noch die. Und dann können wir hier nämlich einmal Stiefel abladen. Und hier noch einmal einen vollen Stack an Components. Dann eat this. Schlafsack haben wir bei. Das ist auch sehr praktisch, weil wir werden nochmal pennen müssen. Oh, ich sehe gerade eine 52%ige Zündkerze hatten wir hier gefunden. Ich glaube, dann tausche ich die mal gleich aus. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich nochmal die zwei vollen Stacks an Metascraps hier abladen.
Also die Ausbeute an sich ist nicht schlecht. Kann man ja anders sagen. Ich frage mich echt, wie die das geschafft haben, das Auto hier reinzukarren, ja? Ist nicht mal der Boden aufgewühlt oder so, gar nichts. Muss man auch erstmal hinbekommen, ne? Mal hier noch weiter. Gleich die Zeit zum Kaffee eingießen. Ich hoffe es. Oh, wenn der Winkel nicht so beknackt wäre. Oh, da ist eine Batterie dabei. Oh, da muss jetzt erstmal was ein Schluck sein. Oh, die ganzen Holzbretter lasse ich jetzt dann doch mal liegen. Da haben wir jetzt mehr als genug erstmal mitgenommen. 47, ja. Schade. Die jetzt auch gleich zerlegt. Zack. Ja. Sehr schön. Das hat sich definitiv wieder ausgezahlt hier. Gucken wir da drüben gleich nochmal rein, aber jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen unseren Loot wegpacken. Die Batterie noch und dann wollte ich ja noch, stimmt, Zündkerze austauschen. Dauert ja nur 3 Minuten. Natürlich ganz gut. Habe ich jetzt noch irgendwo was übersehen? Oh ja, hier. Zack. Nee, falscher Karton. Zack. Dann das hier noch. Können wir die erstmal hier nach oben legen, weil das deckt ja alles noch ein bisschen. Und dann können wir hier noch die reinlegen. Oder haben wir jetzt echt nur noch eine? Nee, 2 Kisten. Stimmt, wir haben 2 Kisten jetzt noch frei. Theoretisch hätten wir hier noch ein bisschen Platz. Und dann halt noch das volle Inventar. Gut. Wir sind aber gut ausgerüstet. Da wir ja mittlerweile alle Rucksäcke gefunden haben. Jetzt gucken wir nur noch mal nach, ob hier irgendwas nachgespawnt ist. Schade, dass man das ganze Feuerholz nicht einfach mitnehmen kann. Dann bräuchte man das nicht selber einmal zu hacken. Für eine Weile zumindest. Du warst nicht auseinandernehmbar, ne? Oh, doch! Oh, schön! Das gefällt mir. Na komm schon. Na. Ey, hier geblieben. Du kommst mit. Bist du auseinandernehmbar? Nee. Tisch, Stuhl und so? Ja, was bringt ihr? Ich hoffe keine Bretter, sondern Metal Scraps. Jawoll, das gefällt mir. Ging da drum nach Components hinter dem Tisch? Kann das sein? Nee. Ja, der Tisch, der wird auf jeden Fall nur Bretter bringen. Vielleicht noch 1, 2 Nägel, aber davon haben wir auch erstmal genügend. Oh, Hallöchen, Würfelammo. Die muss nachgespawnt sein, möchte ich behaupten. Ha, zum Glück war ich hier oben nochmal gucken. Da oben liegt nichts drauf. Aber hier drüben, das konnte ich gerade nicht erkennen. Na? Nee. Ach, das ist ein Schild. Ich dachte gerade, da ist unten ein Symbol angezeigt oder so, aber ist nicht. Gut. Na gut. Hier noch was auseinandernehmbar? Nee. Also wenn das kein Metall ist, dann weiß ich auch nicht. Psst. Survival. Okay. Da hat sich doch aber trotzdem wieder ausgezahlt, hierher zu kommen. Wenn man rauskommt. Beauty. Dann fahren wir erstmal weiter zum Sägewerk und gucken uns da mal um, ob da was Neues ist. Beziehungsweise in die Richtung vom Sägewerk. Peter! Sehr schön. Starten wir mal die Karre. Wir haben ja da noch diese eine Werkstatt auf dem Weg dahin. Da können wir auch nochmal nachgucken, ob da was Neues hinzugekommen ist. Da vorne ist es schon. Ein bisschen vorsichtig fahren. Ich habe keine Lust auf Überschlag. Dann haben wir ja da noch diese olle Hütte. So. Vielleicht ist da auch ein neues Geheimnis oder so hinzugekommen. Nix. Noch mehr nix. Und noch weniger nix. Schade. Wow. Okay. Hier drin. Da muss wieder diese Schränke. Ach, guck mal. Also diesen Kanister hätte man noch gut auch für Benzin nutzen können oder andere Sachen, ne? Echt schade, dass die Dinger wirklich nur Holz geben. Ich hätte mir so gewünscht, dass die Metal Scraps geben. Weil die Dinger sind aus Metall. Wir könnten hier aber mal für uns zum Zeichnen einfach mal die Türen öffnen. Und wenn das nächste Mal die Türen zu sind, dann wäre das eigentlich vielleicht ein Zeichen dafür, dass da Sachen neu gespawnt sind oder nicht. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein Auto.
Was hier ist, Linksabbiegerstraße? Ich sehe keine Straße. Die Straßenschilder sind manchmal. Straßenschilder, das ist doch mal eine Idee. Schade. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal drin. Die Tür ist wieder zu, aber es ist nichts gespawnt. Schade. Aber dich können wir auseinandernehmen. Und ihr ahnt schon, warum ich in diese Richtung fahre. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, wenn man die Straße lang weiter runterfährt, dass dann da diese Absperrung war. Und ich vermute mal, dass da vielleicht die Mine ist. Oder vielleicht noch was anderes Neues hinzugekommen ist, weil er hat ja reingeschrieben in die Update News, dass eine neue Gegend generell freigeschalten wurde. Tja. Ich will immer noch dieses Skyrim-Schild mitnehmen. Oh, hier oben waren ja keine drin, genau. Liegt da oben was? Nein. Komm, Fernseher. Elektroparts. Mist. Survival. Okay. Das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt hier, außer die Karre draußen, die wir zerlegt haben. Kann man dich zerlegen? Ist ja kein Metall. Nein. Kann man nicht einschmelzen. Gut. Machen wir mal ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier multitasking-mäßig das hinbekomme. Das sieht jetzt anders aus, ne? Oder? Entschuldigung bitte, jetzt gieße ich mal hier vollständig ein, damit muss ich das nicht ständig machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will mal speichern, nicht, dass dahinter jetzt Banditen sitzen. Nee, das ist noch blockiert, ne? Noch vollständig blockiert, ja. Ich habe schon gesehen, wie man reinkommt. Habe ich mir bei Gronkh war das, glaube ich, angeguckt. Er konnte hier rüber springen. Irgendwie, so. Genau. Oh, wartet mal, das sind jetzt... Waren die Kisten vorher auch schon da? Problem ist aber, es geht da einfach nur da lang und nicht weiter. Da kommt halt erstmal noch gar nichts. Das ist ein Funkgerät. Und danach ist dann halt Schicht im Schacht, weil man da durch die Welt fällt. Hier ist keine Leiter, ne? Ich komme jetzt hier nicht wieder hoch. Nö, dann lasse ich das. Nicht mit mir! So. Ne, na gut, dann... Jetzt haben wir die Lebensmittelvergiftung. Ich werde bekloppt. Ich frage mich, wovon? Weil unser getrocknetes Fleisch war bei über 80%. Oh, dann gib mir mal ein bisschen Medizin, bitte. Zack, zack. Das heißt, wir dürfen jetzt auch keinen Schaden bekommen, sonst sind wir gelackmeiert. Ich kann wieder was abladen, sehe ich gerade. Halt. Nein. Dann doch hier. Zack. Oh, Würfelmuni, stimmt. Da hatten wir was gefunden. Dann können wir wieder einen Slot freimachen. Habe ich sonst keine Würfel bei? Stimmt, ich habe auch keine Würfel an sich dabei. Juti, dann fahren wir in Richtung Mine. Halten aber vorher noch bei den Sägewerken an. Gucken uns da nochmal ein bisschen um. Es sieht manchmal so aus, wenn man durch die Bäume guckt, dass da irgendwelche neuen Gebäude stehen würden. Weil das Licht halt so komisch da reinfällt manchmal. So. Gucken wir mal hier nach. So. Guten Moin. Wow! Bitte nicht umfallen, danke. Sieht jetzt hier noch nichts Neuem aus gerade. Gucken wir erstmal hier rein. Das müsste die sein, die einfach so ausnehmbar ist. Dann müssten wir auch bald mal schlafen gehen. 16:30 noch. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares finden, wie zum Beispiel das Auto da. Das nicht zerlegbar ist, okay. Die ist dann wahrscheinlich auch nicht zerlegbar, genau. Kommt man hier mittlerweile hoch? Eigentlich schon, aber nicht weit. Okay.
wieder die Schaufeln nachgespawnt. Nö, aber die sind doch meistens zerlegbar. Ja, da kriegen wir wieder ein bisschen Clay ran. Und ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht ausprobiert, also auch nicht offscreen oder so, ob man bei diesen nassen Erdstellen Clay an sich buddeln kann, also ausgraben kann. Und zusätzlich muss ich dann noch gestehen, ich weiß gar nicht, wofür wir Clay sonst noch brauchen, außer für diese Töpfe, die man selber machen kann. War das für die Töpfe? Ich glaube, ne? Nee, auch nicht. Doch, hier. Ein bisschen Lehm für die Töpfe. Die Large Clay Pots. Und dann war es das auch schon mit Lehm. Also für mehr braucht man die eigentlich gar nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll wäre, jetzt irgendwo nochmal Lehm zu buddeln. Ja? Mist. Survival. Na gut, wir waren ja eigentlich vor kurzem hier. Relativ vor kurzem. Das Radio kann man immer noch nicht mitnehmen. Kann man das zerlegen? Ich kloppe überall drauf und hinterher ärgere ich mich, dass dann auf einmal mein Hammer nicht mehr haltbar ist. Könnte ich drauf wetten. Ich bestimmt so da sitzen und sagen, hätte ich mal nicht überall drauf gekloppt. Wir gucken trotzdem nochmal hier drüben nach, wenn wir schon mal hier sind. Schnappen wir uns noch die zweite, das zweite Sägewerk. Da werde ich dann eventuell... Ah, Hallöchen, euch habe ich mal liegen lassen, das weiß ich noch, stimmt. Da werde ich dann eventuell auch mal die Zombies da noch bekämpfen. Um zu gucken, was die noch so Schönes fallen lassen. Andererseits, nee, ich bin eigentlich nur auf der Suche nach Geheimnissen. Also diese ganzen Quests und Puzzles. Und nach Components und Metascripts. Von daher wäre das jetzt eigentlich nicht zielerfüllend, wenn wir das doch so machen, ne? Könnten höchstens mal gucken, ob da jetzt vielleicht dieser neue Tank, dieser Infizierte, da zu sehen ist. Jetzt müsste man aber auch in die richtige Richtung fahren. Ich würde mir sagen lassen, das wäre hilfreich. Bin ich eigentlich, verdammt. Bin ich einmal im Kreis gefahren, sehr schön. Na gut, dann fahren wir halt nochmal am See vorbei. So. Dann fahren wir da hoch. Ach nee, hier kommen wir nicht zum Sägewerk. Hier kommen wir zum Banditenlager, ne? Oder doch? Oder doch nicht? Oder nicht doch? Ach stimmt, hier hatten wir auch noch ein, zwei Autos. Stimmt, ja. Quietsch. Der Pickup steht auch wieder da. Sehr schön. Ach schade, ich dachte eine Feder. Ja. Little can. Dauert aber wieder lange. So, nehmen wir die hier auch noch mit. Falls wir da mal Not am Mann haben. Oh, Hallöchen. Das finde ich ja nett. Der Hütte wird auch nichts Neues sein, ne? Nee. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bestimme jetzt, dass in dieser Hütte nichts Neues ist. So. Zack. Dann können wir hier noch ein bisschen Painkiller reingeben. Zack. Achso, die Batterie natürlich noch und die Zündkerze. Jetzt wieder irgendwas übersehen. Hoffen wir mal nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh. Ach, Blueberry. Branch nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist das eine Dose? Nee. Da war sowas Rötliches gerade, aber das wird einfach bloß Laub und Gezweig gewesen sein. Sehr schön, können wir nochmal zwei auseinandernehmen hier. Dann gucken wir auf jeden Fall nochmal bei unserer Mine nach, ob da auch wirklich nichts Neues hinzugekommen ist. Aber ich nehme trotzdem mal sehr, sehr, sehr stark an, weil ich auch schon gelesen hatte in den Kommentaren, dass das nicht die Mine sein sollte. Aber wer weiß, vielleicht ist da eine neue Etage freigeschalten. Kann natürlich auch möglich sein. Beziehungsweise die Etage, die wir eigentlich schon mal kannten, wo der Berserker drin war, dass die vielleicht wieder freigeschalten ist. Dann kriegen wir auf jeden Fall mehr Nuggets raus. Dinger, die fliegen aber weit mittlerweile. Jawohl, es war so klar. Ich fühle mich langsam ein bisschen von diesem Spiel gemobbt. Ne, komm schon. Jetzt gib mir doch bitte da unten noch die Schublade. Danke. Na gut.
So, Orientierung, wenn wir jetzt da lang fahren, dann müsste ich nach links abbiegen, glaube ich. Muss auch mal ein bisschen auf die Uhrzeit achten, weil so langsam aber sicher wird's duster hier. Und ich habe nicht wirklich Lust, auf dem Autodach zu schlafen und dann auch noch schlimmstenfalls angegriffen zu werden. So. Wartet mal, ist das die? Ja, da, ach, das ist die mit den Zombies. Wir können ja mal gucken. Nur mal gucken. Mal aus die Karre. Mal ein Safe Game. Wir haben schon 17:30 Uhr. Man könnte sich aber auch einen Spaß erlauben und einfach dann da oben auf den Containern schlafen gehen, oder? Was spinnt das hier wieder? Dein Ernst? Naja, nicht rumwackeln. Was? Nachladen? Ich wollte es eigentlich nicht machen, ich weiß, aber jetzt haben wir die Sniper und das macht so einen Spaß damit. Komm, ich nehme die jetzt mal ins Inventar hier. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir gleich schon mal die Stiefel wieder abladen. Und nochmal Metal Scraps. So, nochmal nachladen. Ist halt nur so ein bisschen schade, dass der immer noch so krass verreist dabei, beziehungsweise so rumzappelt. Das hier. Ja, okay, das war jetzt wirklich mein Fehler, muss ich gestehen. Da habe ich zu spät abgedrückt. Sodass hier einige Schüsse daneben gehen, wollte ich gerade sagen. Aber hier sind doch bestimmt noch ein, zwei Leute drin. Gucken wir mal vom anderen Winkel aus rein. Oh, Components. Sehr schön. Bestimmt beim letzten Mal einfach nur liegen lassen, versehentlich. Scraps. Oder die spawnen doch hier nach, weil hier auch die Monster nachspawnen. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Kann auch möglich sein, dass wir es alle erwischt haben. Nee, aber nicht. Nein! Gehst du weg! Hau ab! Eine Flasche fallen lassen. Ach, lassen die jetzt vielleicht den Loot fallen, wenn man die erschießt? Muss man die nicht nochmal extra ausluten? Wo ist er geflitzt? Das war ein Vorwärtssalto. Oder eine Vorwärtsrolle. So, ich muss nachladen. Nee, 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 nee. Okay, es war jetzt keiner zu hören und keiner ist hinterhergerannt. Oh, Hallöchen. Okay, die lassen jetzt definitiv den Loot fallen. Das könnte aber auch blöd werden für uns. Falls, wirklich nur falls, die drauf liegen sollten. Okay. Oh. Oh, die sind jetzt auch. Oh, da müssen wir darauf achten, dass die jetzt auch lootbar sind hier. Diese kleinen Dinger. Da werden vielleicht auch irgendwelche Passwörter oder Rätsel drin stecken. Und Batterien, wie wir hier sehen können. Ich würde es jetzt aber auch echt nicht verkehrt finden. Oh, Hallöchen, Hammer. Echt nicht verkehrt finden, wenn wir hier mal so einen kleinen Schraubenzieher finden würden. Dann könnte man nämlich auf dem Rückweg mal in dem Hotel nochmal nachgucken. In diesem einen Raum. Weil die Passwort selber haben wir ja mittlerweile. Fällt jetzt raus bei denen. Gib mir mal den Baseballschläger bitte, warte. So, zack. Zack, zack, zack. Will nur mal gucken, ob was drunter liegen kann bei denen hier oder ob das immer so runterfällt, dass man es aufsammeln kann. Kartoffel. Antibiotika. Beweg dich. Ach, ho. Oh, man sieht richtig, dass man. Oh, Bein gebrochen. Arm gebrochen. Eieieiei. Okay. Weiß aber nicht, ob da was drunter liegt oder nicht. Also ist noch gewöhnungsbedürftig für mich gerade hier. Wenn das jetzt aber immer so rausfallen sollte, dass man immer rankommt, dann ist alles in Ordnung. Nochmal ordentlich Ducktapes bekommen, okay. Aber es sieht so aus, ne? Ich glaube, das hat er gefixt.
Das finde ich gut, sagt die Uhrzeit. Fast 18 Uhr. Wir haben eigentlich hier schon vorbei, aber wir gucken natürlich hier nochmal alles durch. Ob wir nochmal irgendwas von Interesse finden, wie zum Beispiel eine kleine verbackte Leiter. Nochmal Gauk-Ammo. Deswegen habe ich die mal Gauk genannt, weil sie Gauk-Ammo heißt. 100 mm. Oh, wir sind voll. Das ist nicht gut. Aber wir könnten auch nochmal die Kartoffel hier wegessen. Ach, stimmt, wir sind ja. Wir haben eine Lebensmittelvergiftung, habe ich total vergessen. Boah, nicht dein Ernst jetzt. Komm schon. Wo ist mein Hammer? Das ist doch jetzt nicht. Ja, ich weiß, man sollte nicht auf eine Patrone schlagen, aber. Tja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Rucksack schon mal gefunden hatte. Nicht zu 100% sicher, aber ziemlich sicher. Ich muss definitiv vielleicht nochmal wieder hier reinkommen. Eine Tür, die ins Nichts führt. Interessant. Ja gut, Lieben. Nee, ich gucke da drüben nochmal nach mit euch zusammen. Und sammle dann hier noch, also räume nochmal offscreen, werde ich dann nochmal aufräumen und nochmal den Rest holen, den ich jetzt liegen lassen musste. Okay. Gucken wir aber trotzdem nochmal hier oben rein. Kann man euch zerlegen? Nein. Hier ist auch nichts versteckt, aber es wäre ein gutes Versteck für so ein Geheimnis oder so ein Puzzleteil oder so. Okay, das sah jetzt komisch aus, dass der Topf hier so nachgespawnt ist. Nee, hier ist gar nichts zu holen. Oder ich habe es nicht gesehen, was auch immer. Gute Lieben, damit haben wir wieder eine halbe Stunde rum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!